Wir kommen jetzt zur Baumschule. Hier stehen ungefähr 1000 Pflanzen, die darauf warten, ins Gelände gepflanzt zu werden. Eine der wichtigsten unserer Pflanzen. Eine Mischung eben aus Fruchtwald mit Nutzholz ist die Macadamia-Pflanze. Hier ungefähr ein Jahr alt, aus Australien, aber hervorragend geeignet für das Klima in Paraguay. Dann eine weitere wichtige Art, die wir an vorhandene Bäume setzen können, ist die Mayacuya-Pflanze. Wächst also im Sommer sehr schnell Bäume hoch und bildet schon im ersten Jahr Früchte. Diese Pflanze ist also fertig, um rausgepflanzt zu werden. Sobald es geregnet hat, stehen also kurz vorm Gewitter, können diese Bäume gepflanzt werden. Eine weitere Art, die in Paraguay früher im ganzen Land sehr verbreitet war, ist der Lapacho-Baum. Wird ja auch in Deutschland als Tee getrunken. Er hat gelbe, violette oder rosa Blüten. Diese Art hat jetzt später violette Blüten. Auch ungefähr ein halbes Jahr alt. Das ist eine Mischung aus Frucht, Nuss und Holzarten. Denn wir pflanzen das alles immer abwechselnd in Mischkulturen. Zusammen mit der Gründüngung, die wir vorhin gesehen haben. Über den Pflanzen befindet sich ein spezielles Netz aus UV-beständiger Folie, die etwa 50% des Sonnenlichtes nach unten durchlassen, damit die Pflanzen in der extremen Hitze im Sommer nicht vertrocknen.